Ihr wollt wissen, warum ich hier durch die Pampa laufe? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Ja, Käffchen. Okay, vielleicht wollen wir uns auch einen Kaffee schießen. Mal gucken. Käffchen. So. Wie ihr an dieser wunderschönen Dachkonstruktion erkennen könnt, habe ich ein bisschen weitergemacht. Und auch an diesen lustigen Lichtern. Und zwar, unsere Kupferbleche werden gebaut. Komplett. Hier drunter werden unsere Steel Pipes, die hatten wir sowieso schon, die werden gebaut und der ganze Abtransport ist fertig. Und mit fertig meine ich, wow, fertig. Also, dieser Knoten hier unten ist unser kompletter Abtransport von allen Materialien, die wir hier produzieren. Und dementsprechend können wir an der Seite, in unserer schönen Liste hier, sagen, wir brauchen keine Konstruktion mehr. Denn wir haben das alles. Wir haben die Stahlrohre. Wir haben den Kupferdraht. Turbodraht meine ich. Kupferdraht haben wir auch, den haben wir hier. Alles weg. Jetzt müssen wir daraus nur noch ein bisschen Zeugs machen, um damit auch ordentlich rumzuballern. Und dafür brauchen wir 145, wie heißen die Dinger? Nicht Manufakturen, sondern Assembler und 20, nicht Mula-Faktoren, Manufakturen. So. Denn, du weißt jetzt gerade nicht genau, wie die Aufteilung ist, müsste ich nachgucken. Aber wir haben dann nachher 100 Explosive Lieber pro Minute. Wir haben 300 Stun Reaver pro Minute. 375 Shatter Reaver pro Minute und 3000 Rifle Ammo. Ich versuch's mit Rifle Ammo pro Minute. Was hier jetzt in der Rechnung noch nicht drin ist, ist die Homing Rifle Ammo, weil dafür brauchen wir die Highspeed Anschlüsse und die habe ich nicht. Da muss ich gucken, wie wir die noch irgendwie hier gebaut kriegen oder anderes. Die ist noch ein bisschen schwierig. Und Turbo-Munition habe ich noch gar nicht in meiner Können-Liste. So. Mein Plan ist, mich erstmal orientieren, dann irgendwo aus einer Ecke rausfliegen und sagen, da, da. Eigentlich über diesem Krater da vorne bauen. Dort möchte ich gerne meine Fabrik hinmachen. Und ja, ich sehe, dass da eine Zuglinie durchgeht. Die möchte ich gerne mitten durchmachen. Aber so, dass sie potenziell zweispurig werden kann. Da ist dann noch die Überlegung, ob ich nach links oder nach rechts gehe. Aber ich glaube, ich gehe eher nach links. Wie genau wir das jetzt machen, das werden wir uns jetzt mal angucken. Ich hoffe, das klappt irgendwie, dass wir da durchkommen. So, dafür brauche ich eine Menge Beton, den ich mir jetzt direkt mitnehmen werde. Guck mal, das hier kann ich wegtun, das brauche ich gerade nicht. Das kann ich, okay, das kann ich wegtun, das brauche ich gerade nicht. Den Rest kann ich erstmal behalten, das ist doch schön. Und dann müssen wir garantiert noch einkaufen gehen. Aber jetzt planen wir erstmal die Grundfläche von dem Ganzen. Und nehmen uns Beton dafür mit. Beton haben wir hier hinten. Mehr als genug. Mir fällt auf, ich muss hier auch noch das Treppenhaus fertig machen, um bis nach ganz oben zu kommen, theoretisch. Das wäre gar nicht verkehrt. Aber nicht heute. Denn heute geht es darum,
ein Fundament für unsere nächsten Apparellos zu bauen. Ich habe also für die Assembler habe ich definitiv nicht genug Zeug dabei. Auch nicht irgendwo hier zufällig rumfliegen. Aber das habe ich halt drüben in... könnte ich mal wieder in den Zug schmeißen. Der ist gerade nicht da. So, dann gehen wir darüber. Die müsste es auch bald voll sein. Das heißt, ich muss mich mal langsam darum kümmern, wie ich den Kram auch wegkriege. Also zumindest hier... Wo sitzt denn mit... Okay, du bist zum Glück noch nicht voll. Hier ist ein bisschen was drin. Da wäre sogar was, was ich benutzen kann. Versuchen mal, wenigstens einen Assembler mitzukriegen. Haben wir genug, um einen Manufaktor haben. Also Kabel brauche ich bei einem. Kunststoff muss ich dann noch haben. Und von dem Zeug brauche ich 6 Stück und ich brauche noch einen Motor, also und die Heavy Frames, genau. Das wird noch lustig. Wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Na guck mal, Motoren habe ich. Die sind easy. Das gefällt mir. Hier sieht es hier oben aus. Da haben wir nichts von dem, was wir brauchen, aber die können wir da rausnehmen, die sind da echt Quatsch. Kunststoff haben wir. Ich habe doch gerade noch gesagt, wir brauchen auch Kunststoff. Easy. Kunststoff haben wir. So, Zug ist da. Da haben wir die Kollegen. Sehr gut. Hier haben wir nichts, was wir brauchen. Da haben wir auch nichts, was wir brauchen würden. Aber da. Das heißt, ich kann hier hingehen, mir die leer machen und dafür die mitnehmen. Dann kriegen wir von beiden wenigstens einen und können uns mal die Größenverhältnisse angucken. Dann läuft das Ganze. So, jetzt gehen wir hier über den Zug. Ja, vielleicht ganz clever, die hier rauszuholen. Weil seit die ganzen Viecher respawned sind, müssen wir uns ja noch mal ein bisschen umgucken. Weil da hinten hatte ich ja so einen ganz besonderen Freund. Wir fahren so durch. Danke. Ja, da unten sehe ich nämlich schon wieder was. Die Kollegen da, die müssen weg. Und der rennt sowieso immer hin und her. So. Ich glaube, das Beste, was ich machen kann, ist wirklich diesen Umfang von dem Krater hier zu nehmen. Da die oberste Ecke, das ist da hinten irgendwo. Ja, oberste Ecke. Und dann hier lang. Würde ich das einfach so packen? Ja, schauen wir mal. Also, da ist überall so ein bisschen Quarz. Erstmal können wir den nicht von hier aus wegschießen, weil das ist zu weit weg. Okay. Aber wenn wir uns einfach hier ranpirschen. Dann haben wir doch das Zeug wenigstens weg. Und ich auch. Wunderbar. Und da erwarte ich, dass mich gleich einer erwartet. Aber noch sehe ich hier keinen. Da ist er. Habe ich ihn da drin gekriegt? Sieht so aus. Der bewegt sich nicht mehr. Gut.
Ja, das erste. Ach, was ich ganz vergessen habe, was brauche ich denn hier für Nobelisken? Habe ich ja auch noch jede Menge. Brauche ich da eigentlich Smokeless Powder? Natürlich, da brauche ich es noch. Ich muss meine Zahlen nochmal überarbeiten. Das ist ja ganz doof. Okay, wenn ich bei den Zahlen bleibe. Okay, wenn ich den relativ einfach mache, dann ist das halb so wild. Da muss ich nur gucken, wie viele brauche ich hier insgesamt. Hier unten muss ich draufklicken. Ja, Items, da steht das da. Du brauchst Smokeless Powder. 35 muss ich abziehen. Wie viele verwende ich hier? Ich verwende genau die 600. Okay, ich muss irgendwas kürzen. Aber das kriegen wir hin, würde ich behaupten. Irgendwas zu kürzen. So, wir schnappen uns jetzt hier eine Foundation. Snappen die ans Grid. Ich würde sagen, dann snappen wir sie da an. Gehen in den Submodus und ziehen mal direkt raus. Oder? Wie sehen die denn aus? Kann ich die drehen? Nein. Okay. Wir halten uns hier ans Grid und lassen das da rauslaufen. Machen jetzt erstmal hier eine große Plattform, um den See abzudecken. Der Kollege ist mittlerweile recht schnell wieder da, ne? So. Da haben wir doch schon mal die Ecke hier fertig. Den ziehen wir noch dahin, einfach weil es geht. Dann gehen wir da rüber. Und dann gucken wir, wie groß das Ding hier wird. Basteln wir uns einmal nach oben und gucken, dass wir den Zug rechtzeitig noch ein bisschen verlängern. Und dann kommt der ganze Spaß nach oben drauf. Willst du mir sagen, achso, nee. Du willst mir sagen, dass hier Sachen sind, die ich wegmachen soll. Dann machen wir den weg. Und machen den weg. Den braucht man nämlich nicht. So. Ja, du bist du da oben. Genau, du kannst auch Krach machen. Da brauchen wir sowieso noch mal eine kleine Versorgung für Turbotreibstoff, den wir irgendwie abpacken müssen. Das ist der Grund, warum ich den noch nicht habe. Weil ich habe ihn noch nicht abgepackt und dementsprechend noch nicht erforscht. Dann setzen wir uns das hier weiter drüber. Ich habe das Gefühl, das Ding wird ein bisschen groß. Aber mein Gott. Wir brauchen schon so einen See, ne? Bei dem Smokeless Powder, dann nehme ich einfach ein bisschen was vom Man Rifle Ammo Gedönse weg. Ja, das ist glaube ich am sinnvollsten. Packe ich da anstatt 3000, wenn ich davon 2000 pro Minute habe, ist glaube ich auch okay. Ich kann ja gucken, 780 mal 3, 2100.
80 mal 3 sind 240, sind 2340 dann. Dann machen wir doch einfach 2340 daraus. Dann sollte ich genug über haben, um auch die Nobelisten zu machen. Die habe ich gerade vollkommen vergessen, in meine Liste zu nehmen. Das fiel mir jetzt ein, als ich da das Steinchen da oben gesehen habe, das ich wegsprengen kann. Eieiei. So. Da lang. Und ab. Dann gucken wir mal, wie weit wir sind hier. Über diesen See. Guck mal, da ist er schon fast fertig. Ziehen wir den Spaß hier nochmal ein bisschen weiter. Schön mit dem bisschen, ja, Gewässer plus Bachteil-Dingen hier. Jetzt mal noch eine. Ich höre dich, ich sehe dich noch nicht. Du bist bestimmt da oben, ne? Ist mir aber gerade egal. So. Dann sind wir safe. Apropos safe. Danke, Autosave. Okay, ich ziehe noch eine hin, dann passt das genau mit 10. Gucken wir uns das wunderbare Autosave an. Es ist mittlerweile echt schlimm, wie lang dieses Save Game braucht. Aber wir haben ja auch schon einiges erlebt in den letzten 281 Folgen, 280 Folgen, irgendwie sowas. So, wenn ich das nämlich hier hin mache und dann hier so lang ziehe. Erste, worum wir uns jetzt kümmern werden, ist, wie wir den Zug da durchfahren lassen, wie wir den Zug vor allem quasi schon mal auf zweigleisig vorbereiten. So. Und das ist genau das Ding, was ich eigentlich außen vor lassen wollte. Nee. Was auch passen würde, wenn ich hier rund laufen würde. Oh, der war schön. Wenn ich rund laufen würde. Das können wir aber versuchen, vielleicht hier so eine kleine Rundung reinzubringen. Zumindest nachher bei der Außendeko. Und dann müssen wir gucken, dass wir ein paar wegkriegen, ein paar Teile. Dann müssen wir gucken, wie groß dieses ganze Feld hier ist. Ich habe es jetzt nicht nachgezählt. Das werde ich einmal offline im Safe Game Editor mir angucken. Das ist, glaube ich, etwas einfacher. So, hatten wir hier jetzt noch einen? Oder war das? Nein, hier waren wir zu. Okay. Ich packen wir mal weg. Ich brauchen wir gerade nicht. Genau. Wunderbar. So, wie gucken wir uns das jetzt am besten an? Kommen wir so hoch, dass... Ja, kommen wir. Also. Hier wäre der Moment, ab dem wir das hochlaufen lassen können. Dann nochmal rüber. Das ist der Platz, der mir bewusst ist, dass er uns rausfällt. Und auch ziemlich exakt hier an der Kante. Also fast exakt. Das gefällt mir schon mal. Gehen wir mal hier hoch. So. Das hätten wir.
hier würden wir dann... Die Frage, mache ich hier jetzt endlich mal das richtig und sage, ich will da aber 2 Meter Fundamente haben. So. Okay. Jetzt müssen wir hier mindestens einen weiter rausgehen und hier 2 weiter rausgehen. Richtig? Irgendwie so und den da reinpressen. Und hier auch. Also. Okay. Dann brauchen wir den aber nicht. Was ist denn, wenn wir das so machen? Jetzt glaube ich eigentlich besser. Ja, wir brauchen den. Da könnte man ja so machen. Und dich. Nein. Nee, nee, nee. So, geht doch. Okay, dann können wir auch das hier mal in Ordnung und sauber und ordentlich machen, wenn wir hier den Spaß fertig haben. Da ziehen wir jetzt so weit runter, wie wir müssen. Dann haben wir nämlich schon mal unsere Grundbedingungen geschaffen. Den Kram, den wir ja hier produzieren, wollen wir am Ende ja doch irgendwie heimbringen. Dahin und dahin. So, und du gehst jetzt das 2er Fundament bitte weiter in die Richtung. Jo, da geht es nämlich genau durch den Spaß durch. Aber das ist halb so wild. Das ist etwas, was wir anders lösen. Oh, hier ist so. Ah, doch, das klappt so gerade eben. Da bin ich zuversichtlich. Und wir hätten dich gerne bis dahin. Da kommt er schon wieder. Mann, Mann, Mann. Ja, fleißig unterwegs, der Kollege. Dann machen wir nämlich hier schön unseren Eingang. Der hat halt hier einen etwas größeren Bogen, aber wir wissen genau, dass wir auf dieser Höhe anfangen müssen. Und dann kommen wir da rum, wir können vieles behalten, das ist super. Den bauen wir uns dann einmal runter. Das machen wir auch direkt. Wow. Ich hätte ihn dafür aber nicht updaten müssen. Guck mal, wir könnten uns das auch so bauen. Und von da aus sauber. Ja, sauber hier hoch ist relativ, ne? Dahin. Komm her. Dahin. Und du kannst weg. Dann fährt der Zug auch nicht mehr durch die. Sehr schön. Es geht erstaunlich schnell. Ich bin ein wenig überrascht. Okay. Das haben wir. Jetzt setzen wir uns temporär hier Wände hin. Einfach damit ich sehe, wie wir diesen Tunnel da durchziehen. Hier so. Muss ich mir sowieso einfallen lassen, wie ich die da hochkriege. So, nein, 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 danke.
Aber das ist eigentlich ganz gut, wenn ich das so mache und dann immer so... Ah, okay, das ist so halb-halb, ne? Wie sieht denn die... Wie sieht denn das Muster halb-halb aus? Das ist aber... Ja, kann man machen. Ja, geht bis dahin. Acht hoch, okay. Ist halt gleich nur noch die Frage, wenn ich hier oben angekommen bin. Da. Wir wollen oben drauf. Ja. Ich glaube, meine U-Bahn, die mache ich am besten zwei hoch, oder? Oder mein Tunnel hier. Den mache ich zwei hoch. Bis dahin. Den da drüber. Ja, jetzt müssen wir uns hier hinten die Ecke angucken. Weil das kriege ich natürlich nicht in schön. Aber das kann ich hier schön machen. Und da kann ich mir eine Säule reinsetzen. Und zwar nicht eine kleine Rahmensäule, sondern eine große Betonsäule. Ich mir die hier in diese Ecke setze. Ein Stück nehme, das mittig setze, dann gucken wir mal eben. Wir wollen das ja von hier haben. Bis hier. Und dann soll das eigentlich soll das da so hingehen, mittig. Da sieht gerade aus. Das sieht doch eh schon mal ganz gut aus. Wenn wir das hier so haben, dann geht das da. Warum geht das so hoch und dann wieder runter? Dieser Bogen gefällt mir halt nicht. Aber den ziehen wir uns gleich nochmal richtig. Also, das funktioniert nicht. Kein Bogen. Sehr gut. Wenn von hier aus ein Bogen ist, das ist logisch. Das erschließt sich mir auch. Muss mal gucken, wie weit wir den kriegen, ohne dass wir einen Bogen haben. So, und dann ab dafür. Ist jetzt. Nein. Warum gehst du jetzt zu einer Kurve? Wir fliegen dorthin, setzen dich da an. Und setzen dich da nicht an, weil ich nicht mehr genug Material habe. Okay, damit kann ich arbeiten. Damit kann ich definitiv arbeiten. So, hier zwei hin. Könnte man auch mal überlegen, das Ganze in Metall zu machen. Muss ich halt Material holen. Das ist ja jetzt nicht so ein Akt. So. Den oben drauf. Das geht nicht. Wie kriegen wir diese Ecke zu? So. Guckt da unten so ein bisschen was raus. Das triggert mich mächtig. Aber... Von außen sieht es halt vernünftig aus. Die Höhe scheint auch gut zu passen. Muss ich mal überlegen. Wir haben ja hier noch
Ich könnte jetzt irgendwie mit so einer Rundung arbeiten. Oder wir haben hier bei den Dingern, haben wir doch noch die invertierten Rampen. Wie sieht das denn mit der aus? Die kriege ich nicht oben auf eine... Wand gesetzt? Muss ich da jetzt echt eine... Erstmal, die kriege ich, die kann ich gar nicht in Beton machen. Also ich muss das sowieso in dem... in der Art machen. Wäre ja auch kein Problem. Kriegen wir hin. Wird aber an einigen Stellen schwierig werden. Wie sieht das aus mit den schrägen Teilen? Auch nicht so doll, ne? Also hiermit bin ich noch nicht durch mit dem Gedanken. Überlege ich noch, wenn ich das so mache. Also das ist jetzt so klar zu eng. Wird aber überhaupt zu eng. Das heißt, ich müsste einen rausgehen und das so auf halb setzen. Oder ich muss die Bahnstrecken enger zusammen machen, was ja gehen würde. Also die müssen ja nicht so weit auseinander sein. Und dann könnte ich das natürlich hier oben dran packen. Oder vielleicht sogar noch einen höher. Ist nur die Frage, wie kriege ich den Weg nach unten zu? Weil da habe ich halt... ja klar, ich kann hier... das ist wunderbar, wenn ich den mache. Da passt doch ein Zug wunderbar durch. Aber mehr auch nicht. Wenn ich das Ding vier breit mache. Also müsste ich hier noch einen weiter rausgehen. So. Okay, also das wird noch ein bisschen interessant, wie ich das designe. Könnte natürlich auch mit sowas ankommen. Na, dann machen wir den ganzen Spaß einfach einen höher. Auch hier auf der Seite. Beim Runterfahren wird das interessanter. Aber für hier, für die geraden Teile, kann ich, wenn ich nicht vergessen würde, was ich brauche hier, ich wollte den Kollegen haben. Na, dann kann ich das hier so setzen. Und da... Ui. Chillig. So. Hätte ich das so ein bisschen hier auch direkt wieder eine Ebene quasi geschaffen. Einzige Problem an dieser Ebene ist, dass ich jetzt... Doch, das kriege ich genau da rein. Dann ist das eben. Ist ja auch eine Ebene. Ist das so und könnte ich hier sogar Lampen draufsetzen. Und dann geht der ganze Spaß natürlich von hier runter. Da haben wir die 4 Meter Doppelrampe. Das sieht sogar mächtig gut aus. Okay, also ich glaube, ich habe was gefunden, wie wir es machen. Interessant ist dann hier nochmal die Ecke. Da kriege ich natürlich jetzt nichts so schräg hin. Na, das machen wir schon. Erstmal wird er jetzt hier eingetunnelt. Und zwar bis da vorne. Ungefähr bis dahin. Dann müsste er auch den Weg aus dem Apparello rausgefunden haben. Was habe ich jetzt hier aufgemacht? Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Oder meine ich das nur? Wenn ich jetzt hier hingehe... Überall die Wände hochziehe entsprechend. Wände, da. Ja, zwei. Ja, von außen kann man das dann nochmal schön machen. Mit den Zwischenelementen und so. Ich kann da oben die den Spaß rausnehmen mit den, wie heißen sie? Komm.
Hirn, mach schneller. Die kleine Welle. Kann das einmal gerade machen. Jetzt zwar dafür den Zug nochmal anhalten. Aber ja, das hat auf jeden Fall was. Ja. Die Decke ist auch... Naja, die ist ein bisschen komisch an der Stelle. Das gebe ich zu. Wobei da, glaube ich, das kriege ich gelöst. Zumindest für die eine Ecke. Vielleicht auch für alle. Indem ich hingehe. Ungenügend Material. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Ungenügend Material kann ich lösen. So, drück mich mal runter, genau. Aber hier können wir eben so rüber. Sagt unsere Zeit. Ja, ein bisschen haben wir noch. Zwei Viecher, okay. Die interessieren mich nicht. Zumindest momentan nicht. So, das läuft hier schön sauber. Das wird auch recht sauber laufen. Da müssen wir uns nur überlegen. Also, was heißt, müssen wir uns überlegen. Wir müssen dann noch einen Logistiktunnel bauen, der darüber geht. Der dann hier auch mal so ein bisschen rauf und wieder runter geht. Tunnelding sieht gar nicht so schlecht aus. Denn ich habe, okay, das kann ich euch auch noch eben zeigen. Der ganze Spaß läuft nämlich schon bis in diesen da rein. Und das heißt, wir können in die Richtung rausgehen und können dann darüber und rauf und kommen dann da hinten hin. Das geht dann alles schön per Band. Gehen all die Ressourcen darüber. So. Hier wollte ich lang. Und hier. Da hinten hin. Einmal da ran. Riesen machen, alles nehmen. Bam. Fertig. Was brauche ich eigentlich für die Lampen? Das war. Der Strom? Wo waren die Lampen? Organisation? Organisation. Deckenleuchten. Guck mal, habe ich so ein bisschen was für dich dabei. Dann könnte man das mal ausprobieren. Straßenbeleuchtung. Wandflutlicht. Wandflutlicht will ich das nicht drin haben im Tunnel. Aber ab und zu mal so eine Deckenleuchte. Wobei das ab und zu muss ich halt noch genau definieren. Macht Kanister, die habe ich ja auch schon mal vorgesehen für Turbo-Zeugs. So, jetzt einmal hier rüber. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Hier rauf. Wir setzen uns die Wände wieder hier an die Seite. Zack. Dann machen wir hier das Stückchen zu. Nein. So. Eigentlich wäre es ja clever, wenn ich hingehe, diese Folge beende, indem ich mit dem Zug zurückfahre. Weil dann habe ich hier den Kollegen fertig. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir die Schräge hier da hatte ich diese, ne? Ah, da muss ich auch noch mal einen draufsetzen. Wand, da. Da einen draufsetzen. Da einen draufsetzen. Hier runter.
Hallo, C-Taste. Okay. Da ist einer störrisch und will nicht runter. Nee, hier reicht mir. Hallo, hier reicht mir einer. Da hätten wir gerne einen. Das ist doof. Das ist richtig doof. Müssen wir jetzt. Hier müssen wir ein bisschen basteln. Nein. Danke. So. So, dahin. Hier hin. Da rein. Jetzt haben wir hier nur dieses Löchlein, aber das kriegen wir nachher auch noch zu. So, da nehmen wir den. Das sollte gehen. Und hier kommt nochmal der Kollege rein, was jetzt da drin total bescheuert aussieht, weil ich wenigstens einmal den falschen genommen habe. Nämlich. Whatever. Der. Welcher Kollege war das jetzt? Und. Foundation 1 Meter. 1 Meter, 1 Meter, 4 Meter. Foundation 1 Meter. Ich habe hier nur 1 Meter genommen? Dann habe ich ja gar nicht so einen Quatsch gemacht und kann den eigentlich hier wieder reinpacken. So. Ja, ist ja gut. Ist dann nur verklickt. Kann sich auch aufregen. So. Jetzt habe ich nur hier das Problem. Wie löse ich diese Ecke? Vollkommen egal, ist das ein Stützelement, das irgendwo mittendrin hängt. Ja, bitte. Wir fliegen. Wer meckert hier eigentlich? Bist du hier oben? Egal. Ja, wo du bist, du interessierst mich gar nicht. Wir ziehen das jetzt einfach hier bis dorthin. Da fängt der Tunnel an. Der dann durch die Fabrik geht. Und da. Kollege, so wie du dich anhörst, ne, musst du dringend mal zum Arzt. Du hast irgendwas in der Kehle stecken. So. Das hätten wir. Ich will jetzt sehen, wo der ist. Du machst Geräusche und bist laut. Hallo? Ich brauche mein. Ach, ich bin immer noch in dem. Daneben. Okay, ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, waren das nicht gerade noch zwei?
Ich höre doch immer noch ein. Bist du hier runtergefallen? Schön, wie die Taschenlampe da noch wegzieht. Oh Mann. Und natürlich fährt der Zug jetzt. Oh, der fährt nach Hause. Ja. Der war gut. Der war richtig gut. Wo ist jetzt der schnellste Weg, um zum. Oh fuck. Zu kommen? Da runter. Das wird jetzt spannend. Ob ich das schaffe, rechtzeitig in den Zug zu kommen. Hier lang ist Kacke. So. Bisschen mehr Spannung, als ich für heute geplant habe. Und das war. Oh, das war ordentlich tief. Kollege weg da, ich muss da lang. Danke. So. Jetzt gleich kommt der Zug da angeballert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich höre ihn. Da ist er. Er ist perfekt. Dann gucken wir uns jetzt durch die Tunnelkonstruktion in der Durchfahrt an, wenn das Autosave vorbei ist und ich im Zug stehe. Oh Gott, das schaffen wir, das schaffen wir. Wir schaffen es in den Zug. Ach, schade. Das war ein dummer Tod. Das war ein richtig, richtig dummer Tod. Und jetzt muss ich da irgendwie hinlatschen. Oh Mann. Der bremst ganz schön heftig, der Kollege. Ach ja. So kann's gehen, habe ich nie mit gerechnet. Hab gedacht, da kriege ich noch Strom. Verdammt. Einmal in die Lok rein. Aber. Die Fahrt gönnen wir uns jetzt noch. Ach verdammt, ich muss ja auch noch meine Kaffeetasse. Ja, Kaffeetasse. Ich dachte gerade an meine Taffeekasse. Wenn so ein Container ganz nah an einen rankommt, will er nur Dominanz zeigen. Der Trick ist einfach stehen bleiben. Aber dann können wir doch den hier machen. Ist doch schöner, oder? Dann schauen wir uns diese wunderbare Zugfahrt mit Tunnel nochmal an. Den Dicken hat es nicht interessiert, aber der Kleine, der macht Stress. Ja klar. Ist wie bei den Hunden. Das wird ja auch nochmal interessant, das zweispurig zu machen. Aber auch das schaffen wir. Sind wir gleich schon mal hier oben. Fahren wir durch diesen Strommasten durch. Das wollte ich auch noch umbauen. Das ist das Praktische daran. Wenn wir das machen, kann ich das direkt mit in einem durchziehen. So, da vorne geht es schon auf den Tunnel zu.
durch den Wald hin gucken oder durch die Bäume hier hindurch gucken und da hinten diese etwas größere Fabrik angucken, ist schon interessant und imposant, wie ich finde. So. Jetzt geht's hier rein. Um die Ecke rum. Ein bisschen schlenkern, genau. Und dann geht's hier runter. Und wieder raus. Ach so, eine schöne Tunnelfahrt. Warum sind diesmal zwei Container voll? Hallo? Ich möchte hier raus. Ich muss raus! Tastatur, bitte tu was. Verdammt. Du musst doch einfach nur aus dem Fotomodus raus. Interessiert mich jetzt aber. Mich interessiert vor allem, wie ich da gleich runterkomme, ohne irgendwo zu sterben. Mit. Das waren 48. Warum sind denn so viele in dem anderen noch gewesen? Wie viele sind denn da drin? Ah, 13. Entschuldigung, dass ich viele gesagt habe. Stress. Perfekt, da habe ich einen Abgang. Oh, jetzt muss ich nur hoffen, dass mir da kein Bulle entgegenkommt. Wo liege ich denn? Ich liege am Fuß von dem Berg da. Das heißt, ich muss hier am besten lang. Ja. Ich habe nur noch nicht Tschüss gesagt, weil ich noch meine Kaffeetasse haben will. So, da steht Kiste. Dann gehen wir mal Richtung Kiste. Hoffen, dass uns jetzt hier nicht irgendwas... Natürlich. Hallo. Tschüss. Warum hast du denn direkt wieder Stress? Nick. Runterher. Ich will nur das haben, was meins ist. Okay, letztendlich sind das alles Ressourcen, die ich aus deiner Welt geplündert habe. Ja, Doro ist ja gut. So, ups. Oh. Ja, einmal drunter durch, genau. Kiste. Da ist meine Kiste. So. In Kiste ist auch. In Kiste ist ganz schön was drin. Dahin. Dann wieder Kiste. Alles nehmen. Dahin. 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 Nein. Da. Mann. Erstmal alles, was in den Händen ist. Nein, da drauf. So. Den Kollegen auf den Rücken. Den Kollegen an die Beine. Gott, verdammt. Zwei Tasten. Ich bin zu doof dafür. Bitte an den Kopf. Okay. Und damit ist das Ding leer. Und ich kann es an den Körper setzen. Holy crap. So. Warum habe ich hier keinen Strom gehabt? Ist ja auch egal. Ich sag mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss.